Hallo, liebe Zuhörer des 8020 Podcasts und Zuhörerinnen natürlich auch herzlich willkommen. Mein Name ist Florian und mir ist es eine Freude, Achtung, Trommelwirbel, unser neues Format hier anzukündigen. Wir melden uns zurück und zwar lautet das Ganze 8020 Newsflash. Ja, das ist jetzt die Premiere. Was wird hier überhaupt gemacht? Die Idee war, dass wir uns gedacht haben, wir brauchen neben den Experteninterviews, wo wir eigentlich immer in einzelne Themenbereiche auch hineinspringen und auch dementsprechend in der Tiefe beleuchten, bedarf es einfach einer Art kurzen Blitzlichtes. Welche Themen omnipräsent sind im 8020 Universe? Welche Themen sind up to date? Was bewegt uns? Ja, das Ganze soll kurz und knackig sein oder ich sag mal in Relation zu den anderen Podcasts kurz und knackiger, ja. Und dementsprechend freue ich mich, das soll eine Konstante sein. Ich werde euch immer durchführen, was für Themen quasi in schön Neudeutsch so gerade abgehen im 8020 Universe. Und ja, oft werde ich das alleine machen. Hin und wieder gibt es Gast oder Gäste, wie auch gleich später. Und deswegen würde ich doch sagen, starten wir jetzt mal rein in den ersten Newsflash. Ja, was ist passiert? 2022 ging zu Ende, 2023 kam. Für viele kam der Begriff Unit auf einmal in den täglichen Arbeitsgebrauch dazu. Was sind die Units? Also die Units wurden eingeführt. Die Idee dahinter ist so ein bisschen angelehnt an unser Motto, was uns als Firma auch treibt und treiben soll, und zwar dieses Permanent Beta. Die Welt wird einfach schnelllebiger. Die Welt ist einfach auch, ja, dieses VUCA ist real. Bedeutet, es ist immer schwieriger vorherzusehen, was passiert. Was bedeutet das? Man muss sich als Firma dementsprechend neu aufstellen. Was bedeutet das einmal auch für Wirtschaft und Industrie? Jeder Industriebereich für sich entwickelt sich schnell, unheimlich dynamisch, sodass es auch einer gewissen, ja, Kompetenzclustern bedarf, die diesen Change antizipieren, den vielleicht auch einmal abwägen, abgleichen, Status quo, was kann wohl in der Zukunft kommen, was wird wohl kommen und wie können wir das vielleicht bespielen, wo können wir Value anbringen, wo können wir vielleicht Synergien knüpfen. Das ist die Theorie. Was ist in der Praxis dann daraus entstanden bei uns? Wir haben Units gegründet. Units sind in verschiedene Themenkomplexe unterteilt. Und immer eine Gruppe an Mitarbeitern, die dementsprechend eine Relevanz oder auch Kompetenzen für dieses Unit irgendwo vorweisen und mitbringen, sind in diesen Units oder sitzen in den Units zusammen. Und dann geht es genau darum, was ich gerade gesagt hatte, im Prinzip einfach zu beleuchten, wo kann die Reise für 8020 für uns dorthin gehen, welche Units bespielen wir schon, welche Services, Kompetenzen haben wir, wie können wir diese verbinden, wie können wir diese vielleicht auch anbringen für die Zukunft und für dementsprechend Partner. Das Ganze wird nochmal klarer, wenn ich einmal hier kurz vorlese, was wir für Units haben. Und zwar aktuell ist es Unit Art, Music, Retail and Fashion, Food and Beverage, Entertainment and Lifestyle, Sports, Finance, Industry und Learning and Education. Das Ganze ist natürlich WIP, wie man so schön sagt, also Work in Progress. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, da mögen nochmal ein paar Units dazukommen. Ja, die Units sind stark besetzt. Fast jeder Mitarbeiter ist in mindestens einem Unit, wenn nicht sogar zwei oder drei Units. Wir hatten unsere Auftaktsveranstaltungen. Innerhalb der Units wird dementsprechend einfach geschaut. Wir gucken gerade intern noch Synergien und konsolidieren einfach Möglichkeiten. Mal als kleines Blitzlicht, das ist ja die Idee des ganzen Podcasts hier. Es gab schon für die Leute aus Unit Art, da gab es eine sonnige Reise nach Miami zusammen mit Bart Keukens, dem Fotografen und Partner, Kooperationspartner von 8020. Und da ging es einfach um die Zukunft der Art, Zukunft von Kunst, wie sieht das aus und wie ging das natürlich besser als auf einer internationalen Messe in Miami, wo man dementsprechend einfach mal schaut, was haben neue Technologien, Web3 für Auswirkungen, wie kann es weitergehen, wie kann man sich aufstellen, wo werden sich neue Geschäftsfelder ergeben, wo gibt es vielleicht neue Nischen, die sich auftun und wie könnte man diese bespielen, ja. Ja, genauso dementsprechend für die Music-Leute ging es auf Workshops und auch auf Festivals. Ich glaube auch für die einige der Units gibt es regelmäßig Veranstaltungen. Das ist die Idee, sich einfach zu vernetzen, weiter hineinzukommen und auch ein bisschen über den 8020 oder über unser 8020 Universe hinauszuwachsen, sich zu vernetzen und auch neue Wege zu gehen. Das ist ein wichtiges Stichwort, glaube ich. Es geht nicht darum, dass man einfach nur das Alte, was man hat, jetzt auf neue Vertriebswege einfach dementsprechend verbreitet, sondern nein, Permanent Beta ist da unser Slogan und unser Banner und mit dem geht es einfach jetzt jeweils in diesen gerade genannten Units darum, sich neu aufzustellen und neue Felder zu beackern in Zukunft. Jawohl, ich mag immer gerne in Bildern zu reden. So, einmal einen kleinen Schluck Kaffee.
So, was hat uns noch bewegt? Und zwar für einige, die aufgepasst haben, da war es ja im Prinzip schon klar, 80-20 wächst rasant. Wir haben jetzt Zürich, Eröffnung 2.3., als neuen Standort hinzubekommen. Wien ist ja auch rasant gewachsen. Da kommt auch meine Gästin gleich her, also als kleiner Teaser schon mal. Und Berlin ist in der Pipeline, also eine riesige Fläche mitten in Berlin, die es zu bespielen gilt. Also da auch freue ich mich, in den zukünftigen Newsflash bestimmt noch einige neue Ankündigungen machen zu dürfen. Einmal natürlich diese Standorte betreffend, als auch unsere schon vorhandenen Standorte, aber 80-20 expandiert, wenn wir vom Universe reden. Ja? Also vom Urknall ausgehend sind wir am Wachsen, wenn wir wieder in Bildern reden. Okay, wie kann man natürlich so neue Büros einrichten? Auch nochmal ein wichtiger Punkt für den Newsflash. Mit unserem Partner Vitra gab es am Anfang des Jahres nochmal einen wichtigen Workshop, wo man sich einfach in einer Expertengruppe aus diversen Expertisen einfach sich Gedanken gemacht hat, und zwar, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Wie sieht die Zukunft des Büros aus? Wo kann die Reise hingehen? Und das Ganze ist ein bisschen losgelöst von Restriktionen gewesen, also nicht, dass man direkt schon Jumping to Conclusion mäßig sagt, hier ist mein Schreibtisch, das ist meine Excel-Liste, so sieht Arbeit aus, sondern man ist das Ganze konzeptionell angegangen. Die Ergebnisse sind noch ein bisschen top secret, also da kann ich euch leider auch noch nichts teasern, weil ich selber noch nichts weiß. Ich hoffe, in einem zukünftigen Newsflash kann ich nochmal mich auf den jetzigen referenzieren und euch da ein Update geben. Aktuell ist das Ganze aber natürlich, das kann man schon mal verraten, auch angelehnt an diese ganzen neuen Standorte, gerade an Standort Berlin, wie man dementsprechend so eine Fläche bespielen kann, wie man so ein Büro konzipieren kann und konzipieren wird und auch aufbauen wird, damit das im Prinzip schon einen zukunftsträchtigen Gedanken hat und auch so eine Art Vorreiter oder Parade-Modell oder Prototyp sein kann. Da sind wir ja ganz gespannt und die Zukunft wird uns Näheres bringen. Gut, das war's zu den Themen. Das war der Newsflash jetzt einmal und jetzt würde ich sagen, begrüße ich meine Gästin Marlis Kugi. Hi Marlis. Na, wie geht's dir? Hallo, ja, mir geht's voll gut. Ich bin hier in Stuttgart am Standort heute auf Besuch und freue mich, dass ich dabei sein darf. Wow, direkt bei einem Besuch, direkt hier in den Podcast reingerutscht. Du bist ja eh noch relativ frisch auch, wenn man das so sagen darf, bei 80-20 jetzt on board und dabei. Und das wäre, glaube ich, auch so ein Punkt, den ich ganz gerne mit dir besprechen würde, weil ein Aspekt des Newsflash sind ja auch unsere zahlreichen Starter im Februar gewesen, die an die ganzen Standorte ausschwärmen. Und davon warst du eine, korrekt? Ja, genau. Also ich habe angefangen am 9. Jänner und hatte so ein paar Wochen Vorlaufzeit, aber da gab es kein Onboarding und dann ab 1. Februar durfte ich da bei der Gruppe dabei sein. Da wurde das Ganze quasi offiziell gemacht dann, ne? Genau. Ja, und wie war die Taufe, wenn man so will, in der ganzen Truppe? Also ich meine generell, ich bin auch da schon im Januar sehr gut empfangen worden in Wien. Das sind ja nicht so viele Leute. Es war auch, muss ich sagen, ganz angenehm, in so eine kleine Gruppe mal eingeführt zu werden und da das Unternehmen einfach besser kennenzulernen. Und dann das Onboarding, es war wirklich cool. Ich hatte sehr viel Spaß, sowohl im Onboarding selbst als auch drumherum mit den neuen Kollegen. Es war wirklich cool, alle kennenzulernen und einfach einen Einblick oder einen strukturierten Einblick in das Ganze, in die ganze Firma zu bekommen, weil es ist doch, bevor man anfängt, gar nicht so einfach, so zu verstehen, was eigentlich 80-20 ist und was 80-20 ausmacht. Und da würde ich sagen, da bin ich dann aus dem Onboarding rausgegangen und hatte schon eine sehr konkrete Vorstellung davon. Ja, das ist ja sehr interessant. Das freut uns natürlich auch zu hören, weil du hättest ja jetzt quasi so diesen Pre- und Post-Effekt, also diesen Kaltstart, wenn man so will, ohne das Onboarding, ohne vielleicht dann in dem Sinne so an die Hand genommen zu werden, wie man es denn beim Onboarding so kompakt halt tut, ja, und dann einfach direkt zu starten, als auch jetzt dann im Prinzip diesen Post-Effekt, jetzt wo du alles einmal durchlebt hattest, auch vielleicht wahrscheinlich ein paar Bereiche, die vorher vielleicht untergegangen sind, die auf einmal dann doch nochmal strukturierter da irgendwie durchgenommen werden, als Gruppe auch nochmal, wahrscheinlich ist ja auch nochmal was anderes, als wenn es irgendwie dann im kleinen Kreise ist. Das macht ja auch was aus, denke ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, in den Wochen davor, ich hatte auch schon, habe schon den ein oder anderen Projekteinblick davor bekommen. Also ich hatte dann schon irgendwo, ich wusste schon, was ich jetzt machen werde und auch eben so, in welche Richtungen die Firma überall aktiv ist.
Aber ich sage jetzt gerade so, was so die Werte von der Firma angeht, das agile Arbeiten und so, man hört natürlich viel und wir haben das auch meine Kollegen in Wien super erklärt und rübergebracht, aber dann, wenn man dann in Ingolstadt irgendwie da im Headquarter ist und mal auch den Umfang von der Firma, wie viele Leute da eigentlich dran beteiligt sind, wie viele Themen überhaupt auch bearbeitet werden, mitbekommt, dann ist es schon was ganz anderes. Und ich glaube auch, dass es, oder ich fand es auch gut, dass das wirklich über einen längeren Zeitraum war. Wir waren ja dann doch fast 2 Wochen in Ingolstadt und ja, es war auf jeden Fall wirklich auch eine sehr lehrreiche Zeit und hat extrem viel Spaß gemacht. Cool, freut uns zu hören. Darf man denn verraten, warum du jetzt in Stuttgart bist? Ja, also ich war eigentlich auf einem Workshop in Ulm und nachdem ich dann eh schon in der Nähe war, habe ich mir gedacht, ich bleibe hier auch noch einen Tag. Ich arbeite hier mit der Johanna in einem Projekt. Ist auch immer schön, wenn man die Leute auch ein bisschen Zeit hat, sich auch face-to-face irgendwie kennenzulernen und nicht nur immer über Teams. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme gleich die Gelegenheit und schaue hier auch noch vorbei. Sehr gut, das direkt beim Schopfe gefasst quasi. Ja. Sehr schön. Ja, wenn du das Onboarding hattest, dann ist dir das ganze Konzept der Units ja auch nicht komplett fremd. Was sind denn da deine Berührungspunkte gewesen bisher? Also ich bin in 2 Units, in Finance und in Music. Finance vor allem bauen wir eigentlich komplett neu auf. Da gibt es noch nicht so wirklich viel. Bei Music, da bin ich einfach dazugegangen, weil ich Lust hatte und mich das Thema voll interessiert. Cool. Weißt du vielleicht sogar, wenn du bei oder Part der beiden Units bist, was da in der nächsten Zeit noch ansteht oder schon stattgefunden hat? Kann man da einen kleinen Teaser geben oder darfst du einen kleinen Teaser geben? Also Finance, in der Finance Unit bin ich vor allem, weil ich halt, also ich habe früher im Finance-Bereich gearbeitet und da bauen wir gerade auf, in welche Richtungen wir uns entwickeln wollen. Und da gibt es gerade viele Konzepte und wir fangen jetzt an, uns da einfach auch wirklich wöchentlich zu treffen und zu überlegen, was sind unsere nächsten Schritte. Also wir haben da Ideen von, dass wir so eine Art Learning Journeys machen über Finance-Bereiche bis zu wirklich konkrete Art Finance-Beratung für Startup-Unternehmen. Also da fliegen gerade sehr viele Ideen rum und wir sind noch am Aussortieren, was realistisch ist, was wir zeitnah machen können. In der Music Unit, da geht es viel darum, auszubauen, was wir eigentlich schon haben. Also wir arbeiten ja schon mit Künstlern zusammen, mit Johannes Fleischmann und auch mit Peter de Graaf. Und irgendwie da auch die Erfahrungswerte zu nehmen und dann schauen, was wir da noch alles machen können. Und da ist auch dann gerade viel jetzt so diese Web3 und Metaverse-Bereich auch interessant. Mhm. Und das sind wir jetzt auch gerade am Überlegen, was wir alles machen können. Auch wie wir uns auf die Standorte ausweiten können und da auch Events im Musikbereich machen können und solche Dinge. Ja, Standorte ist ja ein ganz wichtiges Thema. Du bist ja, wenn du nicht gerade deine Südtour machst, sonst in Wien eher beheimatet, ne? Ja, genau. Ja, gibt es da vielleicht schon News? Wie ist da? Ihr seid ja auch noch relativ frisch, sag ich mal, aber trotzdem extrem schnell den Progress hingelegt, gut ist stark jetzt mit dem Büro vertreten. Also kann man da vielleicht schon einen kleinen Ausblick geben, wie es weitergeht in der Stadt? Also wir sind jetzt 12 Leute in Wien und es gibt noch sehr viele Plätze. Das Büro ist wirklich schön. Ich glaube, es gibt es seit September, ja. Soweit ich weiß, gibt es da sehr große Pläne. Also es ist auch erst die Hälfte möbliert. Also der andere Bereich wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ausgebaut. Wir haben jetzt im Februar mit mir zusammen, war auch noch ein zweiter, der Maurice, der auch in Wien anfängt. Und ich glaube, im März bekommen wir wieder einen neuen. Also ist jetzt der Plan, stetig zu wachsen. Wir haben auch schon eine WG. Also jeder, der sich den Standort mal anschauen will und vorbeischauen will, ist natürlich herzlich willkommen. Perfekt. Ich würde sagen, das ist doch hier eine nette Einladung für alle Hörer des Podcasts, die im 80-20-Universe unterwegs sind und sich vielleicht mal ein Käffchen in Wien gönnen wollen in der Pause, mal vorbeizuschneiden. Ich war selber bei der Einweihung da und da hat es mich dann auch eigentlich schon ein Stück weit von den Socken gehauen. Und wie gesagt, der Raum daneben ist ja noch komplett frei. Also Luft und Raum, euch weiterzuentwickeln, gibt's auch noch. Aber wenn ich die Zahlen höre, dann wächst ihr auch ganz beachtlich. Also top, top.
Ja, auf jeden Fall. Also wir freuen uns auch über jeden Neuzugang. Es sind jetzt, das Team ist, wir sind lauter wirklich coole Leute. Wir haben eine Weinbar, unser Lunchbereich schaut aus wie ein Kaffeehaus. Also ich würde auch sagen, der Wiener Spirit ist sehr gut vertreten dort. Sehr gut, also alle Checkboxes abgehakt, ja, quasi. Auf jeden Fall. Perfekt. Okay, Marlis, ja, tausend Dank schon mal für den Einblick und für deinen Einsatz hier im Newsflash. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch mal bald live auf dem nächsten Event, gerne im Süden. Und dann deswegen sage ich over and out vom Norden gegen Stuttgart. Danke, dass ich dabei sein durfte und ciao. Logo jederzeit wieder. Ciao, ciao.